Leute, da sind wir doch auch mal wieder Ja. mit dem Bett-Mumi. Ihr und du hier in so einer Welt unterwegs, wo es noch Das nichts ist zu so. geben scheint, aber ja doch, die Welt ist schon lange belebt. Ich habe auch einige Dinge in meinem Inventar. Wir sind mal wieder auf Luke City. Mal wieder. Mal wieder. Und der Bett-Mumi ist dabei, denn der arbeitet an einem ganz geilen neuen Intro für mich. Und die Verträge läuft noch. So, Luke Ah. hat er ja auch ein bisschen umgebaut, aber mein Grundstück, das ist einfach unverkennbar mit dieser Baumform und den Rubber-Trees hier oben, plus dann auch noch den zwei riesigen Smell-Trees und der Also Mob-Form und der Magical-Cops-Form und. und. Finde ich gut. Wie geht's richtig Aber ab? sorry, dass ich dich das jetzt frage und sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Nee, du bist da zum Labern. Soll das so sein, dass wenn das alles eingefroren ist, der bei dem Text dann dein Spiel, also das Spiel steht, also Minecraft logischerweise, weil du spielst ja nichts anderes. Oder? Und dann Das habe ich jetzt unten. nicht ganz verstanden. Ja, okay, du wirst da eh sehen. Und ich brauche eigentlich mal einen Tesseract, weil ich möchte. Wir haben eines. Okay, das ist gut. Denn ich habe jetzt gerade bemerkt, eigentlich wollte ich was anderes tun, aber ich habe bemerkt, der Strom hier kommt nicht nach oben. Und das ist nicht gut. Denn hier wird die ganze Zeit die Leitung, die hat sozusagen durchgeschnitten durch die wachsenden Bäume. Was ist los bei dir? Nee, das läuft bei den Bäumen ja nicht falsch. Das ist Minecraft-Vanilla-Fehler. So ein Einzig, den ich noch kenne, der HG sagt, ist Luca HD. Also echt. Ha. D. Ha, Luca. Nee, gut, also, Tesseract, du hast ja Strom und du empfängst mit dem Item of Flume und Energy Mode Receive Only. Gut. Moment, ist dafür noch online? Was, Luca? Ja. Ja, ich habe ihm geschrieben, in 10 Minuten komme ich dann zu ihm, wenn die Aufnahme fertig ist. Warum Willst hat der du mich? Sponge bei mir gecraftet? Was soll denn das? Kontur Ich weiß vielleicht. nicht, ob ihr es hört, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob man es hört, aber es fliegt hier gerade eine Fliege um. Ziemlich laut, um meine Ohren. Um deine Ja. Ohren. Ich dachte, du hast Kopfhörer. Ich möchte hier nie vertätschen. Vertätsch, Ne, was ist klatschen, würde das? man sagen, Hochdeutsch, genau. Was, oh, scheiß Fliege hier. Wie du herumschlägst und ausrastest. Ja, also Leute, was machen wir heute? Wir beginnen an der Solarpanel-Farm oder Produktion. Dazu brauchen wir mal Metal Farm. Zwar, ich würde mal sagen, 8 Stück. Ich habe ein paar Mal vorbereitet. Wir kriegen Luca vier. HD Okay, sagt nee, ja dann habe zu ich einer vier vorbereitet. Moment, da müssen wir ein bisschen mehr vorbereiten. Modular Power Suit, sagt er, modularische Power Suite. Modularische Power-Suite. Suite. Suite. Das sind auch noch. Okay. Gut, Ha, wir Suite. brauchen eine Schere, um Kupferdinger zu machen. So, du, Berne. Und noch ein bisschen mehr davon. Hui, jawohl. Oh, die Scheißfliege fliegt ja immer noch rum. Soll ich dir dann noch ein Logo davon erstellen oder nicht? Nee. Nee, echt! Und ich weiß nicht, kennst du dich mit dem Zeug aus, wie man so einen Skin animiert? Und so geht Ja, damit. durchaus, ja. Das wäre eben auch noch geil. Ich habe nämlich gedacht, dass ich mein Logo ja nie ändern soll zu einem so einem Animaten. Aber so ein Minecraft-Zeug, das hat jeder und das. Ja, eben, das stimmt schon, aber ich möchte eben auch mal wissen, ob ja die Leute davon begeistert sind oder Geist! wie das dann halt kommt. Alter Mann, wir hatten doch ein Crafting-Rezept für Sticks. Okay, dann eben nicht. Wut. Wann habe ich begonnen aufzunehmen? Na, noch nicht so lange. Ich hab's schon im Überblick. Oh gut, Ju. Also eben, ich denke ja, ihr möchtet nicht, dass Luca dabei ist. Ja. Aber ich denke, in der nächsten Folge wird es nicht zu vermeiden sein, wenn ich euch ein paar Folgen in Folge aufnehmen. In Folge. Ein Ach paar komm, Folgen in Folge. nimm doch noch eine mit mir auf. Das ist doch viel Okay, dann ruhiger. sage ich ihm einfach, es geht noch ein bisschen länger. Das ist doch viel ruhiger. Ja. Das stimmt schon bei Batmummy. Die Ich Stimmen denke, sind ein das bisschen. schätzt ihr ja auch, oder ihr wisst es Ja. zu schätzen. Falls nicht, dann sagt es. Oder ja, gebt es in den Kommentaren, wie nieder, ob ich mit Luca oder mit Batmummy eher aufnehmen soll.
Stimmt, schreibt Luca mit mir. Alter, geh mal ran. Alter, geh ran! Geh ran! Geh ran! Metallform. Na gut, wir haben jetzt ein paar Tage Ruhe dann von Luca, wenn der auf der Gamescom ist. Boah, Gott sei Dank. In der Schule, okay, da muss ich 8 Metallform. Jetzt brauchen wir nur Industrial Kraftstrom. Und den möchte ich herstellen mit Lava. Lava, nenne ich jetzt nicht Lava. Moment, wie heißt. Geothermal, genau. Geothermal Generatoren. Wir haben sogar noch einen. Wir haben noch eine Empty Cell, das ist alles was. Quick, wir haben kein Glas mehr. Oh, das ist erbärmlich. Und Sand und dann Kondensen. Ohne Spaß. Ohne Spaß wird Kondensen jetzt Sand. Das ist ernsthaft. Und Neokondensen nicht Sand, wir kondensen Glas eigentlich. Ah, hier ist das Energy Conduit, okay. Gut, dann kann das auch mal noch weg. Eben, und wie gesagt, diese Solarpanel-Farm, die wird sich schon noch ein Zeitchen mit uns beschäftigen. Also, die ist nicht heute oder morgen fertig. Ja, das wird noch schon noch ein Zeitchen dauern, ja. Ah ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Reicht. Im Moment. Das sagst du jetzt, das was du denkst. Oh, sorry, stimmt, war ein Secret wahrscheinlich. Hätte ich gar nicht sagen dürfen. Das war ein Schleicher, also bitte. So eine richtige Schleichwerbung. Oh, bitte. Oh nee, das geht gar nicht. Nichts übertreiben. Phoenix Nico streamt übrigens im Moment gerade die Gamescom. Wer ist denn das, oder? Ja, den rede ich mal noch mal. Einfach so aus Spaß, oder? Ja, nicht aus Spaß, er ist schon ein guter. So ein Ave. Geothermalgenerator. Also ja, Nico, falls du jetzt gerade zuschaust. Nee, ich habe nichts gesagt. Aber ohne Spaß kann man jetzt echt die Empty Cells nur noch mit dem Metal Former herstellen. Ich glaube, das ist so, ja. Nein. Nein. Okay, wir haben zum Glück einen Geothermalgenerator. Damit können wir schon weniger antreiben, aber dann brauchen wir auch. Ich muss jetzt einfach mal tonnenweise Eisenplatten machen. Ohne Spaß. Hä? What the fuck? Oh, ein Zombie ist hier. Ich dachte gerade, Luca greift mich heute wieder an die einfach so an. Oh, er greift dich an. Moment, weil nicht Metal. Wir machen Forge Hammer. Den hier. Das war uns unser Suspekter, wenn du zuguckst, das ist nicht persönlich gemeint. Aber. Nein, Spekter guckt, glaube ich, nicht bisher auf ihn zu. Bei uns in der Schule. Da sagen alle, dass du pädophil bist. Hä? Kennen denn die Leute den Spekter ja nie? Na, als ich angefangen habe mit Texten. Also. Ah. Ist nur schon eine Weilchen her. Gute 2 Monate, 2 bis 3 Monate. Da. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, da haben die so ein bisschen angefangen. Okay, also, das heißt, die Kollegen haben deine Videos geguckt und dann gesagt, Spekta ist, glaube ich, pädophil. Ja, weil der mit Minderjährigen aufnimmt. Ich möchte jetzt nicht sagen. So, nee, also ich finde das darf man. Ja. Ich also meine, in den heutigen Projekten, da sind die Unterschiede auch riesig. Also, wenn man sieht, Debitor, da ist auch irgendwie um die 30. Der ist 40. Eben 40 sogar schon, und dann haben wir zum Beispiel einen Däner, der ist erst 19. Das wäre eigentlich auch pädophil. Und Joel Bams, der ist auch erst 19. Star Knight ist schon 33, das ist auch pädophil. Ja, der ist auch, das ist ein pädophiles Kind. Also nichts gegen Star Knight, also wenn du zuguckst. Nee, Star Knight hat immer eine Frau und Kinder. Ne, Kinder keine, aber eine Frau. Das ist ja alles. Und John Bams heiratet auch schon. In guckt er überhaupt Wochen. Zu? Dein Cyanide Epic. Was Cyanide Epic? Guckt er zu? Ich stream ja nicht. Nee, aber der ist doch bestimmt auch so ein bisschen YouTube aktiv. So, keine Ahnung. Nee, der guckt bei mir auch nicht zu, aber der streamt gerade, als wir nehmen was am Abend auf. Gerade 17.17 Uhr, das streamt Cyanide im Normalfall und ich spiele gar Cookie Click im Hintergrund. So, das ist auch die echt.
Okay, aber wir waren eigentlich hier dran. Wir machen Eisenfirnis. Also wenn ich jetzt so ein PC hätte wie du, oder wie Fuck. Luca, Zu wenig da würde ich Eisenplatten. einfach wirklich die ganze Nacht an meinem PC sitzen. Also, ohne Spaß Okay, jetzt. ich bin froh, dass ich das nicht mache. Ah, also. Gut, ich werde spätestens beim 24-Stunden-Livestream machen. Spätestens. Man kann ja nicht einen 24-Stunden-Stream nur am Tag machen. Außer man lebt ja in Schweden, wo es. Oder irgendwo da oben, wo es halt fast nie dunkel wird. Im Da Sommer. oben? Hast du gerade was gegen die da oben? Nee, Schweden ist ein cooles Land. PewDiePie. PewDiePie. Hello, I'm a boss, my name is PewDiePie. PewDiePie. Nee, Spaß. Was Spaß? PewDiePie ist cool. Heute ist Donnerstag, ne? Oder? Heute Ach ja. nee, heute ist Donnerstag. Oh nee. Oh nee, am Sonntag muss ich in Urlaub. Oh. Du musst in den Urlaub und freust Nee, dich nicht? Spaß. Oh ja, doch, ich freue mich. Das war gerade ironisch. Heute habe ich den Fortschammer schon wieder falsch verbraucht. Also sorry Mann, Leute, wenn ich ein wenig verpeilt bin heute, aber ich wie hatte kamst du denn so viel da drauf? Stress in der Schule in den letzten Tagen. Ach, nur Prüfung, hä? Nee, Prüfung keine. Prüfung gibt es auch nicht so am Anfang vom Jahr. Aber es kam so sehr viel Neues. Ich brauche Iron Plates. Ja, hast du gewusst, dass der Herr Specht aufhört mit YouTube? Nein. Warum? Also Kanalwechsel. So. Ja, okay. Also wir werden auf jeden Fall viele Geos brauchen, wenn man das so sagen kann. Aber wir brauchen so verdammte RE-Batteries. Die kann man ja nur im Metal Former machen. Moment, wie machen wir das jetzt? Einen Geothermal-Generator haben wir ja. Ich werde Ah wahrscheinlich ja, auch er irgendwie hört bis zum auf. nächsten Mal noch ein Haus bauen und dann das Ganze hinmachen. Aber ich denke, das wird unterirdisch dann irgendwo hinkommen. Er hört auf mit Minecraft. Ach so. Und er heißt jetzt. Nicht mehr Specht. Er heißt jetzt Woodpecker. Ein langweiliger Name. Ah, ich weiß schon, Herr Specht Finde vor ich. irgend. Herr Specht vor geiler. Moment, weil ich brauche mal so einen Tank, denn ich habe da bei Spark mal was gesehen, wie man das machen kann. Mit einer Lava-Produktion, ja, da hinten. Unendliche Energie sozusagen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier. Ja, so irgendwie. Gut. Aber was ich gut finde, no Copyright Sound, die benutzen Trapcode. Hauptsache Treffgold. Das ist wirklich das beste After Effects Plugin. Einfach nur, was es gibt. Ja, so eine Copyright Sounds, die Musik von denen und all das, das ist schon auch ganz geil. Finde ich. Ich habe zwar keine Musik an im Moment, aber ich verwende auch immer wieder Musik von denen. Ich muss mal bei dir in einem Skype-Video dabei sein. Oh ja. So wie Luca, der ist auch in den nächsten Tagen mal zwei oder drei Mal sogar dabei. Okay. Gut, ich muss jetzt hier ein bisschen Zimtplatte machen. Ich werde tonnenweise Zimtplatte machen, echt bis zum nächsten Mal. Ich muss dir meinen Texture-Pack schicken. Ja, stimmt. Gut, eben, aber wie gesagt, in der nächsten Folge, da gibt es einiges Produktiveres als heute. Okay, das läuft. Luger. Das starten wir auch mal. Ja, eben, also Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ja, wir haben uns auch nicht so viel gemacht, diese Folge. Aber ja, seid gespannt auf die nächste Folge. Und schreibt in die Jo. Kommentare, ob Batmovie wieder dabei sein soll oder Ja nicht. klar, die wollen doch alle, dass ich dabei sein. Okay, gut, dann machen wir es so. Also, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns. Bye bye, Leute. Tschüss. Oh.